Es sind die Narben eines wohl spektakulären Kampfes. Der Fotograf Darren Furbeck hat im Sommer 2019 vor Hawaii diesen Weißspitzenhochseehai fotografiert. Dessen Körper ist übersät mit den Abdrücken von den Saugnäpfen eines Riesenkalmars. Wir glauben, dass er den Kalmar angegriffen hat, da er sonst keine Wunden davon getragen hat, so Tiefseeforscher Yannis Papastamatiou. Galten Riesenkalmare lange als mythenumwobene Fabelwesen, ist ihre Existenz mittlerweile immer besser erforscht. So wie hier 2013 in der Antarktis konnten Tiere gefangen und untersucht werden. Inklusive ihrer Tentakel können sie eine Länge von bis zu 8 Metern erreichen. 2006 gelangen japanischen Wissenschaftlern diese Aufnahmen. In 600 bis 900 Metern Tiefe filmten sie das erste Mal einen ausgewachsenen Riesenkalmar in seiner natürlichen Umgebung.